Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit Finanzminister Blümel, Arbeitsministerin Aschbacher, Wirtschaftsministerin Schramböck und Vertretern aus der Wirtschaft, die über ihre Erfahrungen zur Kurzarbeit berichten. Das sind der Herr Europapräsident von Magna, Günter Abfalter, der Herr Martin Auer, Eigentümer der Auerbäckerei und der Herr Hilscher von der Firma Overtech. Und ich ersuche nun den Herrn Finanzminister um sein Statement. Bitte schön. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mit der Corona-Kurzarbeit haben wir ein europaweit einzigartiges Modell geschaffen, um in einer schwierigen Zeit Arbeitslosigkeit möglichst gering zu halten. Die Antragsdynamik, die war am Höhepunkt Mitte April und geht mittlerweile ein wenig zurück. Das zeigt, dass viele Betriebe den Bedarf für Kurzarbeit sukzessive weniger sehen, was uns natürlich freut, denn das Hochfahren der Wirtschaft ist sehr wichtig, dass das jetzt schnell vonstatten geht. Gerade in der aktuellen Phase ist es aber wichtig, dass man auch mit eingearbeiteten, auch langjährigen Mitarbeitern wieder starten kann. Und daher ist es logisch, dass die Kurzarbeit eine sinnvolle Maßnahme ist, um aus dieser Krise auch wieder herauszukommen. Wir werden daher die Mittel für die Kurzarbeit, die ja bisher schon bei ca. 10 Milliarden Euro gelegen sind, auf eine Summe von 12 Milliarden Euro aufstocken. Und auch wenn die Antragszahlen zurückgehen, mit dem derzeitigen Antragsvolumen könnten wir die neu eintreffenden Anträge nicht mehr bewilligen und daher haben wir uns zu diesem Schritt entschieden. Ich glaube, wenn es ums Arbeitsplätze geht, dann darf man hier auch in der Krise nicht zurückhaltend sein, um einen entsprechenden Sicherheitspuffer einzubauen. Einher mit der Bewilligung der Anträge haben uns aber auch einige Beschwerden erreicht, was die Abhaltung und die Behandlung der Kurzarbeit betrifft. Immer wieder sei es zu Missbrauchsfällen gekommen und daher habe ich die Finanzpolizei ersucht, auch diesen Vorwürfen nachzugehen. Und mittlerweile sind hier knapp 3000 Kontrollen durchgeführt worden und ca. 700 Verstöße auch aufgenommen worden. Es sind knapp 5000 Kontrollmitteilungen an das AMS gegangen und 846 Kontrollmitteilungen an die Bauarbeiter Urlaubs- und Abfertigungskasse. Uns ist es wichtig, dass wir möglichst kulant sind, was die Hilfen des Staates betrifft, aber es muss auch so viel Kontrolle wie notwendig geben, um die Möglichkeit für strukturellen Missbrauch so klein wie möglich zu halten. Und ich bin mir sicher, niemand hat Verständnis dafür, wenn man sich in Zeiten der Krise auf Kosten der Allgemeinheit ein Körpergeld macht. Abschließend noch, morgen am 20. startet ja die Möglichkeit, den sogenannten Fixkostenzuschuss in Österreich zu beantragen. Der Staat setzt ja den Unternehmen je nach Betroffenheit in dieser Krise für 3 Monate bis zu 75% der Fixkosten und da kann morgen über Finanz Online eingereicht werden und die Abrechnung für den Vorschuss kann innerhalb von 10 Tagen erfolgen. Vielen Dank. Vielen Dank. Frau Arbeitsministerin, bitte. Ja, die letzten Monate, aber auch die letzten Wochen haben gezeigt, wie wichtig und richtig es war, sehr schnell die Corona-Kurzarbeit zur Verfügung zu stellen und damit Arbeitsplätze und Einkommen von so vielen Menschen zu sichern. Dementsprechend ist es wichtig, auch hier die Corona-Kurzarbeit bei den weiteren Anträgen sozusagen zur Verfügung zu stellen, nämlich über 111.922 Anträge, die eingegangen sind, 110.908 Anträge sind mit ausreichend Informationen sozusagen können bearbeitet werden und diese Anträge sichern über 1,3 Millionen Arbeitsplätze. 107.758 Anträge wurden bereits bewilligt, das entspricht einer Bewilligungsgrad von 96%. Die Bewilligungssumme liegt dabei bei bereits 10 Milliarden Euro. Die Entwicklungen nach Branchen zeigt im Wesentlichen das gleichbleibende Bild in der im Verhältnis zu letzter Woche. Die Kurzarbeit ist im produzierenden Bereich besonders nachgefragt, gefolgt von Gastronomie und Beherbergung und dem Handel. Also die konkreten Zahlen im produzierenden Bereich sind es 350.000 Einkommen und Arbeitsplätze, die wir gesichert haben, im Handel derzeit 300.000 Beschäftigte und in der Beherbergung und Gastronomie sind es rund 100.000 Arbeitsplätze. Der Bau fährt schon wieder deutlich hoch und hier haben wir insgesamt rund 146.000 Beschäftigte in Kurzarbeit verzeichnet. Eine Entspannung verzeichnen wir bei der Kurzarbeit, nämlich bei den eingegangenen wöchentlichen Anträgen.
ein deutlicher Rückgang ist in der letzten Woche zu verzeichnen, nämlich dass es erstmals weniger als 3000 Anträge sind, die pro Woche eingereicht sind. Und jetzt befinden wir uns Mitte in der Phase 2 in der Abrechnung der Kurzarbeit. Wir haben letzte Woche dazu aufgerufen, dass die Unternehmen die Abrechnung einreichen. Unter derzeit langen tausende Abrechnungen täglich ein für die Monate März und April. Die Bearbeitungszeit beim AMS gemeinsam mit der österreichischen Bundesbuchhaltungsagentur für korrekt eingereichte Abrechnungen liegt bei wenigen Tagen. Unter jeden Tag werden zweistellige Millionenbeträge an die österreichischen Unternehmen überwiesen. Das bedeutet, dass 28.754 Betriebe ihr Geld bereits erhalten haben und rund 273 Millionen ausbezahlt wurden. Vor allem bei den kleineren und mittleren Betrieben reichen derzeit die Abrechnungen schnell ein und erhalten somit rasch das Geld. Dementsprechend danke auch an alle Unternehmen, die die Abrechnungen eingereicht haben, aber auch die Lohnverrechnerinnen und Lohnverrechner sowie die Steuerberaterinnen und Steuerberater, die hier unterstützend tätig sind. Wie sieht es nun mit den aktuellen Zahlen am Arbeitsmarkt aus? Wir sehen weiterhin eine Abflachung der Arbeitslosenquote, der Kurve. Es sind von letzter Woche auf dieser Woche rund 17.000 Menschen wieder in Arbeit gekommen. Also das bedeutet weniger als letzte Woche. Und mit dem Stand von 18. Mai sind es 523.693 Personen, die auf Arbeitssuche oder in Schulungen sind. Davon sind 487.012 Personen beim AMS arbeitslos vorgemerkt und in Schulung befinden sich 45.681 Personen. Im Vergleich zum Höchststand von Mitte April mit insgesamt 588.205 arbeitssuchenden Menschen und in Schulungsbefindenden Menschen ist die Zahl der Arbeitslosen um rund 55.500 Personen gesunken. Es ist somit ein schönes Zeichen, eine Perspektive, jeder Einzelne oder jede Einzelne davon, die jetzt wieder Arbeit gefunden hat und wieder aufgenommen hat. Zu den Entwicklungen in den Branchen. Einen deutlichen Rückgang sehen wir in der Baubranche, wo die Arbeitslosigkeit um rund 25 Personen gesunken ist. Der Höchststand der Bauwirtschaft war mit Ende März zu verzeichnen. Im Handel sehen wir erst einen leichten Rückgang, hier aber wird die Kurzarbeit noch stärker in Anspruch genommen. Auch in der Gastronomie durch die Eröffnung sehen wir erste Effekte am Arbeitsmarkt. Hier ist die Arbeitslosigkeit von rund 9.000 Personen gesunken und wir hoffen natürlich auf weitere Senkungen hier in diesem Bereich. Abschließend ist zu sagen, dass sie mit der Corona-Kurzarbeit mehr als 1,3 Millionen Arbeitsplätze und Einkommen sichergestellt werden konnten. Erhalten werden konnten und wichtig ist es, und das ist unser Fokus in vereinten Kräften, dass wir weiterhin alles tun, um die Arbeitsplätze zu halten und um auch neue zu schaffen. Danke vielmals. Frau Wirtschaftsministerin, bitte. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, die Verlängerung der Kurzarbeit ist ein wichtiges Instrument, denn mit der Kurzarbeit sichern wir Arbeitsplätze und nicht zu vergessen den Betrieben die Fachkräfte für die Zeit nach der Krise. Für die Unternehmen bedeutet das Kontinuität und Planungssicherheit. Denn wenn es eines gibt für Unternehmen, das für diese nicht gut ist und für sie Gift ist, ist Unsicherheit und die fehlende Planbarkeit. Und dasselbe gilt natürlich auch für den Staat. In den vergangenen Jahrzehnten ist die wirtschaftliche Landesverteidigung vernachlässigt worden. Um für künftige Krisen gewappnet zu sein, müssen wir alles tun, um Österreich wirtschaftlich zu rüsten und entsprechend abzusichern. Und deshalb habe ich bei mir im Ministerium eine Taskforce eingerichtet zum Aufbau der wirtschaftlichen Landesverteidigung. Die Covid-Krise hat uns grundsätzlich gezeigt, dass die österreichische Wirtschaft schon sehr robust ist. Nehmen wir die Beispiele Lebensmittelversorgung und Lebensmittelproduktion. Und die Versorgung mit den Gütern des täglichen Bedarfs hat trotz Hamsterkäufen funktioniert. Die Energieversorgung war immer gewährleistet. Und gleichzeitig hat uns aber auch diese Krisen die Schwachstellen aufgezeigt und jene Infrastrukturbereiche, um die wir uns intensiv kümmern müssen. Die Abhängigkeit
von in der Krise lebensnotwendigen medizinischen Produkten ist uns mittlerweile allen klar und die Medikamente aus Drittstaaten, die wir brauchen, so soll die Situation aus meiner Sicht nicht bleiben. Zum Beispiel hat sich das auch bei den Schutzmasken gezeigt. Die Zerbrechlichkeit und andererseits Lebensnotwendigkeit des Binnenmarktes, des europäischen Binnenmarktes und die reibungslose Versorgung mit den Lieferketten ist sichtbar geworden. Und die Bedeutung der digitalen Infrastrukturen als Unterstützung für das Krisenmanagement, aber auch für die Unternehmen in ihrer Kommunikation mit ihren Mitarbeitern, wenn sie im Homeoffice sind, oder auch für die private Kommunikation in der Familie und mit den Freunden. Im Sinne der wirtschaftlichen Landesverteidigung setzt sich mein Ministerium daher für folgende Themen intensiv ein und auseinander und werden hier entsprechende Pläne und Umsetzungsmaßnahmen setzen in der nächsten Zeit. Erstens den Aufbau von Rolling Stocks, sogenannter rollierender Lager für kritische Güter in Österreich. Generell sollten auch die Unternehmen im Lichte dieser Situation und dieser Pandemie das Risikomanagement und auch das Lagermanagement anpassen. Wir sind hier mit vielen entsprechend auch in Kontakt. Zweitens die Erarbeitung von Rahmenbedingungen für die nationale und europäische Aufrechterhaltung sowie die Förderung der Produktion verloren gegangener Güter im Inland. Und was es auch braucht, ist eine bessere Krisenzusammenarbeit mit den Nachbarländern, aber vor allem auch mit unseren wichtigsten Handelspartnern, die nicht nur hier in Europa sind. Es hat sich gezeigt, dass hier Handlungsbedarf besteht, um rascher und zielgerichteter agieren zu können. Was wir auch brauchen, sind rechtliche und technische Rahmenbedingungen für künftige Notfallbeschaffungen und die Unterstützung für die Logistik, speziell den Lkw-Verkehr und den Ausbau einer Fast Lane auf den transeuropäischen Netzen. Das ist extrem wichtig in dieser Zeit. Natürlich gibt es von wirtschaftlicher Seite noch einiges zu tun. Im Moment arbeiten wir ganz intensiv, zum Beispiel am Thema der Betriebsunterbrechungsversicherungen. Hier wird es nächste Woche auch ein Gespräch mit den Versicherungen geben, um ein logistisches Eingreifen vermeiden zu können. Wir müssen uns jetzt aus der Krise heraus investieren, digital, innovativ, nachhaltig und regional und mit dem großen Ziel, Arbeitsplätze zu sichern, zurückzuholen und sie auch in Österreich wieder erneut zu schaffen. Dafür braucht es diese wirtschaftliche Landesverteidigung, um die Wirtschaft Österreich resilienter, krisenfester zu machen, und daran arbeiten wir intensiv. Herzlichen Dank. Dankeschön. Dann suche ich jetzt um das Statement des Herrn Europapräsidenten von Magna, den Herrn Abfalter. Bitte schön. Danke für das Wort. Wir im Magna-Konzern haben in Österreich 17.400 Mitarbeiter. Bis Ende letzter Woche haben mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Kurzarbeit genutzt. Wir sind jetzt dabei, ab Montag dieser Woche die Produktion wieder hochzufahren. Die Ingenieure sind wieder hochgradig an ihren Arbeitsplatz und wir sehen das Thema Kurzarbeit als eine temporäre Maßnahme, um Arbeitsplätze zu halten und Fachkräfte zu sichern. Das ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir Kontinuität gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zeigen und natürlich auch gegenüber unseren Kunden. Wichtig ist jetzt die Zeit danach. Wie ist der Auftragseingang im Automotive-Bereich in den nächsten Monaten? Dankeschön. Der Herr Auer von der Auer Bäckerei. Bitte schön. Danke. Zur Erklärung darf ich kurz sagen, dass wir ein Bäckereiunternehmen als Filialist sind. Wir produzieren ausschließlich für unsere eigenen rund 32 Shops, hauptsächlich in Graz, und haben knapp 400 Mitarbeiter. Also zur Praxis kann ich sagen, dass wir das Glück hatten, wirklich sowohl bei den Sozialpartnern als auch beim AMS tolle Ansprechpartner zu haben, um die Kurzarbeit gut abwickeln zu können. Aber zum Speziellen und zum Wesentlichen darf ich sagen, dass es für uns ein glücklicher Moment war, als wir die Möglichkeit erkannt haben, unsere Mitarbeiter zu halten. Und ich denke, das ist in einer Organisation, die jahrelang viel aufgewendet hat, um in Vertrauen zu investieren als Basis für Zusammenarbeit, es doch ein Schnitt gewesen wäre, eine Zäsur, die vielleicht gar nicht reparabel gewesen wäre.
ungeachtet des Umstandes, dass man im Anschluss wieder hätte einstellen können. Glaube ich, wäre es fürs Vertrauen und für die Psyche eines Teams, und wenn es auch ein größeres Team ist, ein schwerer Schnitt gewesen. Also das war für uns eine ganz wesentliche Erleichterung, und das hat man auch gespürt. Und jetzt Schritt für Schritt kommen wir aus einer Phase, in der wir 80% unseres Umsatzes einzubüßen hatten, wieder in eine Zeit, wo wir zunehmend besser wirtschaften können. Und ich hoffe, dass wir auch so schnell wie möglich aus der Kurzarbeit rauskommen. Weil man nicht vergessen darf, dass Menschen, auch wenn sie nur oder immerhin 10-20% ihres Einkommens verlieren, das oft ein Betrag ist, der ja nicht eine Sparquote darstellt, sondern auch zum Leben benötigt wird. Das heißt, ich hoffe, dass wir so rasch wie möglich wieder aus der Kurzarbeit rauskommen. Danke. Dankeschön. Herr Sebastian Hilscher von der Firma Overtech, bitte. Vielen Dank zunächst für die Einladung. Ich möchte ein kurzes Bild zeichnen, das sich innerhalb von 48 Stunden abgespielt hat. Allem voran, wir sind ein Familienunternehmen, das vor kurzem pünktlich zur Corona-Krise übergeben wurde, sozusagen. Wir produzieren Fertigteile für die Bauindustrie. Und es war tatsächlich so, dass LKWs, die auf Baustellen unterwegs waren, vor verschlossenen Toren gestanden sind und einfach wieder retour gekommen sind. Außendienstmitarbeiter, die vor Büros standen, die niemanden reingelassen hatten. Architekten, Ziviltechniker, Planer haben natürlich alle ihre Büros geschlossen, verständlicherweise. Unsere Produktion konnten wir noch etwas offen halten, wir konnten etwas vorproduzieren, aber an irgendeinem Punkt waren natürlich die Lager auch schon gefüllt. Und wir wurden bombardiert mit einigen Fragen von unseren Mitarbeitern und Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wie geht's weiter? Was machen wir jetzt? Es war sehr viel Unsicherheit wahrzunehmen. Wir haben sehr viele Fragen bekommen, die wir jetzt selber nicht beantworten konnten, aber haben versucht, in einer sehr unsicheren Zeit für Sicherheit zu sorgen, so gut es geht, und haben das Kurzarbeitmodell deswegen sehr schnell davon Gebrauch gemacht. Also mit 16. März sind unsere Außendienstmitarbeiter gleich in Kurzarbeit gegangen, dann schrittweise das Büro, schrittweise die Produktion, und mit Montag, gestern, sind alle wieder retour gekommen. Natürlich ist es etwas schwierig, jetzt einen Ausblick für die Zukunft zu geben, wie wird sich der Markt entwickeln. Wir haben schon gehört, die Baubranche ist grundsätzlich schon nach oben gegangen. Gleichzeitig nehmen wir im Markt noch etwas Unsicherheit wahr. Also da bleibt noch abzuwarten, wie sich die Situation entwickelt. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zum Fragenteil. Wir laden Sie ein, Fragen zu stellen, verbunden mit der Frage zu sagen, an wen Sie die Fragen richten. Wir würden beginnen, die Frau Winkler vom ORF, Zeit im Bild, bitte. Ja, die Frau Ministerin Aschbacher, die Kurzarbeit, wird die jetzt verlängert? Soll es Gespräche geben mit den Sozialpartnern? Wo steht man da? Wird es da weitergehen? Und die nächste Frage, jetzt haben Sie zwar gesagt, man beginnt damit, die Kurzarbeitsmittel auszuzahlen, aber viele Unternehmen berichten eben von langen Wartezeiten. Wann wird es da Geld geben? Was sind einige Tage? Wie lange wird es da dauern? Also grundsätzlich ist es so, dass schon Tausende von Unternehmen, nämlich insgesamt 28.754 Unternehmer, ihr Geld bekommen haben, vorwiegend für die Märzabrechnungen. Und dementsprechend bitten wir alle Unternehmen, auch hier die Abrechnungen einzureichen. Die werden bei korrekter Einreichung bearbeitet. Gemeinsam mit der Bundesbuchhaltungsagentur fließt hier in wenigen Tagen das Geld. Und dementsprechend hier der Aufruf an die Unternehmer, einzureichen, und insgesamt sind mit heute, mit Stand gestern sozusagen, 273 Millionen bereits ausbezahlt. Und im AMS, das geht über das IAMS-Konto, werden die Auszahlungen gemacht. Im Hintergrund unterstützt die österreichische Bundesbuchhaltungsagentur, und hier wird in vereinten Kräften daran gearbeitet, dass sehr schnell das Geld nun zu den Unternehmen kommt. So, dann. Also bitte, ja. Dann an Sie, Herr Finanzminister, Verlängerung. Was die Gespräche betrifft, die laufen, aber wir haben auch ursprünglich konzipiert gehabt, dass die Kurzarbeit nach dem Corona-Modell 3+3 Monate dauert. Es gibt technische Adaptierungen, aber insgesamt werden wir dieses Modell auch weiterhin anbieten, auch die nächste Zeit. So, dann, ich glaube, ATV ist das, bitte schon. Genau. Florian Tietze, ATV, eine Frage an den Finanzminister. Um diese 12 Milliarden, ist das jetzt eine endgültige Maximalsumme, oder könnte das theoretisch noch weiter aufgestockt werden, wenn es der Bedarf bestehen sollte?
Also wenn ich bisher in der Krise eines gelernt habe, dann ist es, dass es keine endgültigen Summen gibt, bis diese Krise vorbei ist. Und deswegen haben wir auch immer gesagt, wenn es mehr Geld braucht, wird es mehr Geld geben. Wir haben ursprünglich die Corona-Kurzarbeit ja gemeinsam mit den Sozialpartnern so ausgearbeitet, dass ein Topf von 400 Millionen Euro zur Verfügung steht. Der ist natürlich schon längst ausgeschöpft gewesen und wir haben sukzessive, als wir gesehen haben, dass immer mehr Anträge hereinkommen, dass immer mehr Unternehmerinnen und Unternehmer die Kurzarbeit beantragen wollen für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, haben wir auch die Summe, die da zur Verfügung steht, sukzessive erhöht. Das haben wir auch dieses Mal getan, weil ja auch die Beanspruchungsmöglichkeit über diese 3 Monate hinaus besteht. Und ich gehe davon aus, dass nicht dieser ganze Betrag gebraucht werden wird, denn wir sehen es bei den Abrechnungen, dass zum Glück mehr gearbeitet werden konnte, als von vielen ursprünglich gedacht worden ist. Aber es könnte kein neuer Antrag bewilligt werden, wenn diese zur Verfügung gestellte Summe ausgeschöpft wäre. Und deswegen sind wir bereit, da auch mehr Geld in die Hand zu nehmen. Danke. Dann die Frau Helm von Ö24, bitte. Noch eine Frage zur Kurzarbeit, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie möchten sie verlängern. Wann wird das kundgetan sozusagen und was ist ungefähr angedacht bis zum Jahresende beispielsweise? Also die jetzige Verlängerung war immer so geplant, dass es 3+3 Monate sind. Die ersten 3 Monate sind vorbei, die zweiten 3 Monate beginnen mit der Beantragung. Es wird darüber hinaus natürlich auch Maßnahmen brauchen, um den Wirtschaftsstandort abzusichern und in die Lage zu versetzen, Arbeitsplätze zu halten und vielleicht auch neue zu schaffen. Das heißt, es wird auch Verhandlungen geben, welche Modelle vielleicht speziell für bestimmte Branchen es über diesen Zeitraum hinaus geben wird müssen. Danke. Ich war mir jetzt nicht sicher, der Herr Schlemmer von der APA, ja, hat eine Frage. Genau. Bitte. Ich hätte 3 Fragen an den Finanzminister. Die erste Frage zur Auerrettung. Wie ist da der Zwischenstand der Verhandlungen? Zweite Frage, die Diskussion zwischen Wien und Niederösterreich um den Corona-Cluster. Sie sind ja auch ÖVP Wien Vorsitzender. Und dann noch eine dritte Frage zur Einigung zwischen Frankreich und Deutschland zu dem Corona-Aufbaupaket. Also vielleicht zur letzten Frage. Da geht es um die Frage Lösung der Corona-Krise auf europäischer Ebene. Welche Hilfspakete bringt man auf den Weg? Wir haben ja im Kreis der europäischen Finanzminister bereits vor Ostern ein Hilfspaket von 500 Millionen Euro auf den Weg gebracht, wo es darum geht, dass man kleineren Unternehmen Kredite geben kann seitens der Europäischen Investitionsbank, dass es ein europäisches Kurzarbeitergeld geben kann und auch, dass es schnelle Kreditlinien im europäischen Stabilitätsmechanismus geht. Es gibt darüber hinaus einen sogenannten Recovery Fund und da ist aus unserer Sicht auch die Bereitschaft sehr groß, hier als Österreich zu helfen in Form von Krediten. Und das ist die Frage, die gerade diskutiert wird. Auch heute gibt es ja wieder eine ECOFIN-Videokonferenz, wo es auch um diese Themen gehen wird. Zur ersten Frage betreffend Auer, die Gespräche laufen weiter, wir kommen Schritt für Schritt voran, aber es ist ein zähes Ringen, denn ich habe immer gesagt, wir werden nur dann Steuergeld in die Hand nehmen, wenn wir dafür auch etwas zurückbekommen und genau daran wird gerade gearbeitet. Zur Frage betreffend Cluster Corona in Wien, nun, ich glaube, dass wir alle gemeinsam ein Interesse haben sollten in Österreich, nämlich eine zweite Welle zu vermeiden. Und da sollten wir alle gemeinsam daran arbeiten, dass wir das auch zusammenbringen. Ich glaube, hat niemand Verständnis dafür, wenn man Probleme unter den Tisch kehrt. Und deswegen glaube ich, dass es gut ist, wenn man gemeinsam an Lösungen arbeitet. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen Ihrerseits? Fragen an die Politiker, an die Vertreter aus der Wirtschaft? Und der Herr Schlemmer, bitte. Ich hätte noch 2 Fragen an die Wirtschaftsministerin. Einerseits, wie es mit dem Ergänzungsregister weitergeht, wie ist da die weitere Strategie? Und zweite Frage, Thema Leiharbeit, hat der Gesundheitsminister Anschober gesagt, dass man sich das Thema noch genauer anschauen wird. Wie ist das aus Ihrer Sicht, wie geht es da weiter? Ja, zur ersten Frage zum Register. Hier ist eine Taskforce eingerichtet worden von mir, die bereits tagt. Es sind Experten drinnen aus den Ministerien, zum Beispiel aus unserem Ministerium, aber auch aus dem Justizministerium. Und wir haben auch wissenschaftliche Begleitung und Externe, die hier mitmachen, zum Beispiel der Herr Thomas Lohninger von Epicenter Works ist auch mit dabei in dieser Taskforce. Diese Taskforce wird sich die Situation entsprechend anschauen und wir werden die nächsten Schritte einleiten und die notwendigen Adaptierungen. Zum Thema der Arbeitskräfteverleihung natürlich haben hier
alle Firmen Österreichs, so auch die Leiharbeitskräfte, die Regelungen einzuhalten, sowohl was die gesundheitliche Situation betrifft, als auch was alle wirtschaftlichen und sonstigen rechtlichen Vorgaben betrifft. Und das Verständnis, sollte hier etwas nicht kommuniziert werden, hält sich mein Verständnis hier absolut in Grenzen und da muss es auch strenge entsprechende Maßnahmen geben. Dasselbe gilt für die zuständigen Behörden. Die sind aufgefordert, natürlich hier die entsprechenden Maßnahmen zu treffen und das in jedem Bundesland, so auch in Wien. Und wichtig wäre natürlich eine gute Kommunikation auch mit uns. Wir sind bereit, mit Bund, Ländern, also mit den anderen Ministerien, mit den Ländern und auch mit den Gemeinden entsprechend zu kommunizieren. Und das erwarten wir auch von den entsprechenden Bundesländern und aus meiner Sicht so auch von Wien. Gibt es noch weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall, dann sind offenbar alle Fragen beantwortet. Dann vielen Dank an die Mitglieder der Bundesregierung, an die Vertreter aus der Wirtschaft und Ihnen danke für die Aufmerksamkeit und fürs Kommen.